Dennis, Spitzenspiel 1-0 gewonnen. Ich glaube, da bist du zufrieden. Ja, na klar, du sagst es, Spitzenspiel 1-0 gewonnen. Klar, wir sind rundum zufrieden. Ich denke auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, kann uns sehr zufrieden stimmen. Ich denke, dass wir der absolut verdiente Sieger sind auch heute. Es war, glaube ich, ein hartes Kampfspiel. Es ging doch hin und her. Einige harthaarige Szenen dabei. Ja, das war ja zu erwarten. Ich denke, die Duelle gegen Rödinghausen laufen ja immer ähnlich ab. Aber ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, auch wie wir uns da heute in alles reingeworfen haben, wie wir uns gewehrt haben. Ich glaube schon, dass wir noch einen Tick stärker waren als Rödinghausen. Und wie gesagt, deswegen auch unterm Strich verdient gewonnen haben. Und ihr habt ja hinten auch ganz gut gestanden. Wenig Chancen eigentlich zugelassen. Natürlich, bei Standards gibt es immer mal 10, wo einer durchgerutscht. Ja, denke ich auch. Also wir haben, abgesehen von einem Schuss, den aber Ali Hahn noch blockt, Mitte zweiter Halbzeit, glaube ich, keine richtige Torchance im 16er zugelassen. Wir haben alles wegverteidigt. Dass Flanken oder Freistöße, Einwürfe in den 16er fliegen, ist normal. Aber da haben wir heute überragend verteidigt. Wie war das so mit dem Wetter? Das ging ja hin und her. Mal Regen, mal Sonnenschein, stört das eigentlich oder ist das egal? Oder macht das dann vielleicht sogar noch umso mehr Spaß? Habe ich gar nicht gemerkt. Ganz gemerkt? Ja, natürlich nimmt man das mal wahr, wenn es regnet, aber dafür machen wir eine Draußensportart. Das ist kein Problem. Wie fandst du heute die Stimmung im Stadion? Ja, war natürlich auch top. Ich denke gerade mit dem Tor nach der Halbzeit, direkt nach der Halbzeit, ging die Stimmung dann nochmal hoch. Schönen Gruß noch an die ganzen VIP-Gäste. Ich glaube, viele haben das Tor nicht gesehen. Vielleicht sollten sie sich überlegen, ob sie das nächste Mal ein Bier weniger trinken. Simon, heute Spitzenspiel 1-0 gegen Rödinghausen. Ich denke mal, das war ganz wichtig für euch. Ja, ein Sieg ist immer schön. Dass wir jetzt gegen Rödinghausen nochmal gewonnen haben, natürlich auch nochmal schön Vorsprung ausgebaut. Vorne jetzt 4 Punkte vor, noch ein Spiel weniger und von daher sind wir, glaube ich, sehr zufrieden mit dem Ergebnis heute. Was war ein bisschen Genugtuung, endlich mal gegen Rödinghausen zu gewinnen, gerade nach den Vorkommnissen beim Pokalfinale? Ja, keine Ahnung. Also nachdem uns ja jetzt immer schon so nachgesagt wurde, dass ein Amtsgegner ist von uns, schon schön gegen die zu gewinnen, na ganz klar, wenn die auch immer die Backen aufpusten und da war es heute mal ein gutes Zeichen von uns, da mal zu sagen, hey, Feierabend reicht jetzt, heute sind wir mal dran und so haben wir es auch gemacht, also auch im Spiel. Wir waren, haben so ein bisschen eklig gespielt, so wie Rödinghausen das eigentlich auch immer macht und waren dann im Großen und Ganzen auch, ich glaube, vor allem in der ersten Halbzeit sehr überlegen, können da, glaube ich, schon in Führung gehen und zweite Halbzeit haben wir halt, haben wir schon echt gut alles reingeschmissen, auch defensiv und am Ende, glaube ich, dann auch verdient gewonnen. Das habt ihr, glaube ich, gerade in der Innenverteidigung viele Grätschen, viele Kopfballduelle. Dann bei dem Wetter, dann macht das eigentlich Doppelspaß, solche Spiele? Ja, also ich spiele bei dem Wetter auf jeden Fall lieber, als wenn 30 Grad sind. Und da kann man schön grätschen, Platz wie ein bisschen umgeflüht, schön ein bisschen Matsche. Man kann sich halt voll reinhauen so und deswegen ist man Verteidiger geworden. Der Platzwart beschwert sich wahrscheinlich. Bitte? Der Platzwart beschwert sich wahrscheinlich. Ja, da wird er wahrscheinlich noch ein Hühnchen mit uns rupfen. Also von daher, da kannst du ja nichts machen. Der Platz an sich ist ja bekannt, dass er nicht so im Top-Zustand ist insgesamt. Aber ja, wenn es dann nochmal so regnet wie jetzt in der ersten und in der zweiten Halbzeit, dann wird es natürlich nicht viel besser. Aber wir haben es halt angenommen, so muss man halt die Verhältnisse annehmen, so spielen. Und haben wir gut gemacht, von daher alles gut. Jetzt geht's nach Aachen noch, das Nachholspiel. Ja, da kann man schon einen richtig kleinen Vorsprung ausbauen. Hat man das so im Hinterkopf, dass man denkt, oh, das ist schon jetzt was Besonderes, dann so weit vorne ist? Ja, also im Prinzip gucken wir echt nur aufs nächste Spiel, was dann auf der Tabelle steht. Am Endeffekt, klar, schwingt das immer so ein bisschen mit, aber ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die ganze Woche dann nur darüber reden, wie der Vorsprung danach ist oder so. Ne? Also wir sind jetzt oder tun auch gut daran jetzt, und zu fokussieren jetzt auf Aachen so und alles, was dann nach dem Spiel oder was weiß ich passiert, das sehen wir dann. Also von daher vorbereiten, Aachen gewinnen am besten und dann schauen wir mal. Schweres Spiel heute, aber 1-0 gewonnen. Ich denke mal, da muss man dann zufrieden sein. Ja, auf jeden Fall. Denke, sehr überzeugender Auftritt von uns. Immer wieder schwer gegen Rödinghausen zu spielen, sehr physisch starke Mannschaft, sehr kampfbetont und gerade auch mit dem Wetter, mit dem Untergrund war es heute keine leichte Partie. Aber ich denke, wie man sieht, wie sich alle Bälle reinschmeißen und dann vorne mit der Qualität können wir immer einen machen. Und dass wir das Ding 1-0 gewonnen haben, ist natürlich überragend. Fehlt dir dann vielleicht dann doch nochmal der Druck, das weit hinterher zu legen, um die sicher zu kriegen?
Ja, das auf jeden Fall. Wir spielen auf jeden Fall immer aufs Zweite, aber da steht auch noch eine Mannschaft auf dem Platz, die möchte den Ausgleich machen und man muss Rödinghausen auch Hut vorziehen. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, sehr schwer zu bespielen und deswegen umso wichtiger, dass wir heute 1-0 gewonnen haben. Das ist jetzt auch ein Gegenspieler, der sehr schnell war. Ist das dann auch nicht immer angenehm? Ne? Nee, wie gesagt, auf dem Untergrund, der konnte dann auch beidfüßig die Flanken bringen, deswegen ist es nicht ganz angenehm. Man rutscht öfters mal weg, aber wenn man natürlich dann Leute wie Ali und Simon hinter sich hat oder auch wenn Nico reinkommt, dann kann man sich darauf verlassen, wenn er mal vorbeikommt, dass der Nessi ihn dann stoppen wird. Ja, das habe ich gerade schon Simon gefragt. Für die Innenverteidiger ist natürlich immer so ein Traumspiel. Rutschen, grätschen, gerade bei dem Untergrund. Wie ist das für den Außenverteidiger? Ja, ein bisschen schwieriger auf jeden Fall, denke ich, weil ich mehr in Laufduelle reinkomme als die Innenverteidiger. Aber wie gesagt, ich kann mich da voll und ganz auf meine Kette verlassen hinten und auch auf Max hinten drin. Und auch die Leute vorne haben super gearbeitet und da muss man echt einen Hut vorziehen. Jetzt ist es ungefähr, kann man die Hälfte der Hinrunde ungefähr vorbei. Erster Platz, 4 Punkte Vorsprung. Ist das so, was ihr euch so erwartet habt oder erhofft habt? Ja, man erhofft sich natürlich immer sowas, dass natürlich dann eintritt, ist nicht immer ganz einfach. Aber ich denke, die harte Arbeit, die wir jede Woche auf den Platz bringen, zahlt sich aus momentan. Aber wir müssen einfach weitermachen. Du hast gesagt, die Hinrunde, die Hälfte ist vorbei, aber das ist noch nichts. Ein Viertel ist gar nichts und wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Deswegen, wir müssen einfach weitermachen und Gas geben und einfach auch nächste Woche wieder nach Aachen fahren, hochkonzentriert, 110% bringen und da die nächsten 3 Punkte dann einfahren. Man sieht ja auch, dass wenn Spiele ausfallen, Rote sind vorne, gute Leute ausgefahren, T-Club, Quadvo, Wuten und jetzt kommen einfach 3 andere Jungs und machen super, Torben Deters mit dem Tor. Ist das vielleicht auch das, was Preußen mit ausmacht? Ja, auf jeden Fall. Wir sagen immer wieder, wie wichtig die Kaderbreite ist. Gerade wirklich, wie du schon sagst, dann kommt ein Torben rein, kommt ein Vego rein, die machen es super vorne, die ackern auch und jeder hat verdient, bei uns zu spielen, absolut, der bei uns im Kader ist und deswegen ist ganz wichtig, wir haben es jetzt schon öfter gesehen, auch gegen Lippstadt in Wiedenbrück kommt der Vego rein, macht 2 Tore, entscheidet das Spiel nach hinten raus. Deswegen sind alle wichtig und gerade in der Liga oder generell im Fußball gibt es halt viele Spiele, die über die Bank entschieden werden und wir brauchen jeden. Das sagt der Trainer mal, das hört sich wirklich immer blöd an, aber gerade jetzt sieht man wirklich, wenn 2, 3 ausfallen, sind auf einmal die anderen da und bringen auch eine super Leistung. Jetzt nach Aachen, hoffentlich mit vielen Preußen-Fans im Rücken? Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen natürlich, dass viele mitkommen. Wird, glaube ich, eine schöne Kulisse. Ich habe vorhin irgendwas mal mit 12 bis 14.000 sogar gehört. Ich glaube, Aachen freut sich auch, dass wir kommen. Ja, wir fahren dahin, wir wollen die nächsten 3 Punkte holen und darauf bereiten wir uns vor. Alex, heute Spitzenspiel gewonnen gegen Rödinghausen. Ich denke mal, das war ein gutes Spiel. Ja, auf jeden Fall. War ein hitziges Spiel auch vor allem, ne? Viele Zweikämpfe, aber dann hat der Regen noch das Übliche dazu getan. Aber ja, war sehr geil, hat sehr viel Spaß gemacht und natürlich am Ende zu gewinnen ist immer super. Habe ich Simon vorhin schon gefragt, sind das die Spieler, die Innenverteidiger lieben, wo sie viel rutschen und grätschen und Kopfbälle machen? Naja, ich sag mal so, wenn es dann auch noch klappt und funktioniert, natürlich ja. Also im Nachhinein jetzt war es echt ein unfassbar geiles Spiel, auch mit den Fans. Vor allem, weißt du, hier ist es so, du machst ein geiles Tackling, die Fans sind sofort da und so, ist schon super, ja. Jetzt Tor direkt nach der Pause, ich glaube, ich finde 11 Sekunden oder so, hast du das auch schon mal erlebt? Nee, tatsächlich nicht, aber krass, also war auf jeden Fall geil und freut mich natürlich auch für Torben, vor allem, dass er das Tor gemacht hat, war super rausgespielt. Super. Jetzt, wie gesagt, heute Rödinghausen war natürlich auch guter Gegner, muss man schon sagen. Also wenn man guckt, so mit den letzten Spielen, ja, das habt ihr wahrscheinlich erwartet. Ist das dann, ist Rödinghausen so der stärkste Konkurrent oder wie siehst du das? Nee, also ich glaube mal, dass schon noch andere Mannschaften auch noch da oben mit dabei sein werden und auch ihre Qualitäten haben. Die Liga ist allgemein, würde ich sagen, sehr ausgeglichen. Klar war jetzt Rödinghausen auf jeden Fall ein sehr starkes Team, klar. Stehen ja auch auf dem 2. Tabellenplatz, nicht umsonst. Ja, deswegen sind wir einfach nur froh, dass wir gegen die gewonnen haben. Jetzt, ich glaube, 4 Punkte vorne, das ist doch auch schon mal ein gutes Zeichen, die 12. der Hinrunde. Ja, ehrlich gesagt gucke ich darauf gar nicht so. Also ich wollte das Spiel jetzt einfach nur gewinnen und jetzt nächste Woche Abend auch mal wieder gewinnen und direkt nachlegen. Und dann am Ende kannst du nächsten Sommer auf die Tabelle gucken. Okay, das mache ich. Jetzt bist du so 3 Monate jetzt hier in Münster, 3, 4 Monate in Münster. So, wie gefällt es dir? Was kannst du so sagen? Ist das genau das, was du erwartet hast? Ja, besser sogar noch. Also ganz klar übertroffen. Also ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Ich glaube, man merkt es mir auch an meinem Spielstil, wie ich spiele und sehr befreit und voller Selbstvertrauen. Nee, die Stadt, der Verein, die Fans allgemein sind echt wirklich super. Der Trainer lächelt auch nach einem Spitzenspiel, das nach Hartenkampf 1-0 gewonnen wurde. Ich denke mal, bist du vollkommen zufrieden oder hast du auch was gesehen, was dir nicht gefallen hat? Nein, ich bin absolut zufrieden, vollkommen zufrieden. Du hast eine sehr gute erste Hälfte gespielt. Das Einzige, was da gefehlt hat, war das Tor, um diese Leistung zu krönen. Ist uns nicht gelungen, hatten gute Möglichkeiten. Da umso glücklicher bin ich dann, dass direkt in der zweiten Hälfte, das Tor gefallen ist. Danach haben wir es sehr, sehr gut verteidigt. Das ist auch eine Qualität. Erster gegen Zweiter. Super Kulisse, super Stadion, super Stimmung im Stadion und ja, da muss man sich einfach freuen, wenn du dann das Spitzenspiel gewonnen hast. War das auch so eine kleine Genugtuung nach so einigen Sticheleien, die aus Rödinghausen kamen? Oder steckt man, ist das einfach egal und jetzt vergessen? Nein, das war schon eine Genugtuung auch, weil die Sticheleien waren schon
totaler Blödsinn, auch totaler Quatsch, was da gesagt wurde. Und deshalb war es schon für uns eine gute Antwort und freut mich dann umso mehr. Jetzt habe ich gerade schon die Jungs teilweise gefragt. Die erste Halbzeit der Hinrunde ist sozusagen vorbei oder die erste Hälfte, 9 Spiele. Kann man da schon ein kleines Fazit ziehen oder ist es dafür zu früh? 8 Spiele. 8 Spiele? Entschuldigung. Alles gut. Aber Fazit, nein, ist noch zu früh. Ist für mich immer noch zu früh. Auch wenn wir jetzt Erster sind und die Punktzahl geschnappt haben, das ist sehr gut, gar keine Frage. Aber es ist eben nur die erste Hälfte der Halbsaison. Also nicht mehr, nicht weniger. Aber man kann, glaube ich, sehr zufrieden sein. Bis auf das Spiel in Gladbach alles gewonnen. Ich denke mal, das ist genau das, was man sich vielleicht erwünscht oder erträumt hat, oder? Ich glaube, da muss man maximal zufrieden sein. Wenn Gladbach nicht hier noch mit der vollen Kapelle hier aufläuft, hätten wir das wahrscheinlich auch gewonnen. Glücklich. Aber es ist auch sehr, sehr harte Arbeit, muss man sagen. Jeden Tag Training, jeden Tag werden die Jungs bisschen malträtiert mit Training und so weiter und neue taktische Dinge. Also es ist auch ein Ergebnis harter Arbeit. Wenn man jetzt noch Dennis Dauber mitzählt und Frank hat dann heute, glaube ich, 5 wichtige Spieler, die ausgefallen sind. Ist das dann Glück, dass man, vielleicht Glück nicht, aber ist das genau der Grund, weshalb man so einen breiten Kader hat, damit man das gut ersetzen kann? Ja, absolut. Und wie wichtig auch so ein Pokalspiel dann war, sieht man jetzt auch wieder. Die Jungs haben da sehr gut gespielt, haben sich Selbstvertrauen geholt und dadurch können die auch jetzt nahtlos in diese Spiele eingreifen. Andrew Wooten fällt aus, Henok Teklap fällt aus, Manny Quadbo fällt aus, Dennis Dauber fällt aus, Frank fällt aus. Also das muss man als Mannschaft erstmal verkraften. Und die Jungs machen das sehr gut und macht mich auch ein Stück weit stolz. Jetzt kann man schön auf das Spiel in Aachen konzentrieren. Ich glaube, deutschlandweit fast das einzige wichtige Spiel am Samstag. Ich glaube, sonst ist nicht viel. Ist das vielleicht mal was Besonderes, so im Blick zu stehen oder nimmt man das gar nicht wahr? Doch, natürlich nimmt man das wahr und es wird Tivoli, ich habe selbst da gespielt in meiner Laufbahn habe ich da mal gespielt und in der zweiten Bundesliga, super Stimmung. Ich hoffe, dass sehr viele Münsteraner mitfahren. Was ich gehört habe, kommen da sehr viele schon mit. Also es wird, glaube ich, ein richtig geiles Spiel, auf das wir uns total freuen, im absoluten tollen Stadion mit vielen Zuschauern. Ist das immer noch was Besonderes, wenn man mal eine Mannschaft antritt, für die man selbst mal gekickt hat, oder ist das eigentlich egal? Nein, es ist nicht egal. Es ist schon was Besonderes. Ich habe halt noch schöne Zeiten mit Aachen mitgemacht, Gott sei Dank, diese Zweitliga-Zeiten. Deshalb freue ich mich sehr darauf. Und dann hoffen wir, könnte man mit 7 Punkten Vorsprung, aber das ist erstmal Träumchen, das ist Traum. Erstmal spielen, ganz klar, gute Leistungen zeigen und dann versuchen, das Spiel zu gewinnen. Gibt es vielleicht da einen oder anderen Spieler, der wieder mitmachen kann nächste Woche, oder ist das noch zu früh zu sagen? Ist noch zu früh, wir wollen die Trainingswoche jetzt mal abwarten und dann schauen wir mal, wer noch zurückkommt. Preußen Münster für mein Herzen, oh, Preußen Münster für mein Herzen.